Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir aus Düsseldorf. Das Wetter ist nicht so wie auf dem Bild, so durchwachsen, sondern eher mittlerweile grau. Wir haben ja heute mal ein bisschen Temperatursturz, 24 Grad, aber dafür sollen wir ja ab Mittwoch, Donnerstag 32, 33 Grad haben. Das ist am Niederrhein dann immer ein bisschen anders. Das, was Sie hier sehen, ist schon das zentral in der Mitte, das Gebäude des LKA, relativ neue Gebäude, 2010 in Betrieb gegangen. Durch Veränderungen innerhalb oder Zuwachsraten im Personal, auch im Bereich Cybercrime, ist das Gebäude mit mittlerweile 1.600 Mitarbeitern zu klein, so dass wir gerade auf Expansionskurs sind und ein zweites Gebäude in den nächsten 5 Jahren anbauen, um weitere 500 Arbeitsplätze zu haben. Wohl wissend aber, dass das dann auch schon wieder nicht reicht und wir eigentlich schon wieder in den nächsten Einstieg gebäudetechnisch gehen müssen. Aber recht zentral gelegen, wer es kennt. Wir haben nicht so eine schöne Skyline wie Frankfurt, aber doch schon so ein bisschen kann man den Rheinturm erkennen, das Stadttor. Wir liegen recht zentral. Und das ist auch ein ganz wichtiger Part, der uns hier in diesem Bereich hilft. Gehe ich aber, glaube ich, im Weiteren noch mal kurz darauf ein. Wenn Sie einmal kurz weitergehen, dann sehen Sie meine Personalien. Ich bin gelernter Polizist, Lehrberuf, also bleibt man Beamter und bleibt auf Lebzeit. Mittlerweile seit 1998 mit dem Thema Cybercrime. Damals hieß das noch Informations- und Kommunikationskriminalität, dann hieß es Computerkriminalität und seit 2011 hat man sich dann auch aufgrund des europäischen Richtlinie zum Thema Cybercrime entschlossen, aber am Ende meint es das gleiche, Kriminalität in Datennetzen, die natürlich deutlich komplexer werden durch Digitalisierung, durch andere Geschichten. 2011 hat man in Düsseldorf ein Cybercrime-Kompetenzzentrum eingerichtet, weil man erkannt hat, dass wir mit den klassischen Mitteln einer Polizei das so nicht hinkriegen werden. Das sind Veränderungsprozesse dahinter. Da kommt viel mehr Expertise, wird gebraucht. Und wenn wir 2011 mit 56 Spezialisten angefangen haben, kann ich Ihnen verraten, dass wir aktuell bei etwas über 190 Mitarbeiter sind und noch 65 unbesetzte Stellen haben, die wir sukzessive jetzt einstellen und besetzen, sodass wir, wenn wir alles besetzt haben, bei 250 sind. Aber im laufenden Prozess vom Ministerium auch schon wieder die nächsten Stellen zugewiesen bekommen haben, sodass wir eigentlich gar nicht den voll ausgelasteten Zustand erreichen. Was natürlich auch so ein bisschen damit zusammenhängt, Fachkräftemangel, den wir alle haben, Wettbewerb einer öffentlichen Hand mit einer Wirtschaft, da haben wir natürlich immer Probleme. Aber das auch dazu soll das reichen. Wenn wir einmal weitergehen, dann kommen wir natürlich schon in den Part Herausforderungen Cybercrime. Und bevor wir uns dem Thema eigentlich nähern, was heißt das eigentlich und was passiert da eigentlich, dann muss man, glaube ich, noch zwei, drei Eckpunkte davor schieben. Sie sind ja heute aus dem Bundesgebiet, ich habe gehört, auch aus Österreich, aus der Schweiz. So ein bisschen für die, die es nicht kennen, Nordrhein-Westfalen ist ein Bundesland, ein nicht kleines Bundesland. Von der Fläche her nicht das größte, von den Einwohnerzahlen her schon das größte. Wir haben 18 Millionen Einwohner, wir haben 717.000 kleine mittelständische Unternehmen. Dazu kommen noch ein paar große DAX-Konzerne und andere. Insgesamt, wenn wir unsere Einwohnerzahl und unser Bruttoinlandsprodukt unseres Bundeslandes nehmen, dann sind wir auf einen Schlag der achtgrößte Wirtschaftsraum in Europa. Und dann lassen wir ganze Staaten der Europäischen Union hinter uns. Und das ist natürlich eine Hausnummer, mit der wir auch entsprechend arbeiten, die wir uns oder die uns aber auch bewusst ist, dass wir ein Wirtschaftsstandort sind, dass wir viel hier Verantwortung für die Wirtschaft haben, dass wir hier auch viel Invest in diesem Bereich haben. Von deswegen investieren wir mehr Manpower als vielleicht andere Bundesländer, gehen andere Wege wie andere Bundesländer. Aber auch da komme ich dann auf die einzelnen Schritte nochmal ein. Aber was heißt das eigentlich, Cybercrime? Und wo liegt eigentlich jetzt die Herausforderung? Wenn wir uns das einmal angucken, dann sehen wir, und dazu ist die zweite Folie eigentlich, die nächste Folie eigentlich nochmal, finde ich sehr prägnant, weil das sind so schleichende Prozesse. Wenn Sie hier sehen, was passiert in 60 Sekunden des Internets, wenn wir jetzt mal einen Timer daneben legen und würden jetzt einfach mal 60 Sekunden warten, dann stellen wir fest, oben rechts 29 Millionen Nachrichten wurden über WhatsApp verschickt. Zeitgleich wurden 1 Million Fotos verschickt und 175.000 Videonachrichten. Und wenn Sie die junge Generation sehen, die schicken ja nur noch Sprachbotschaften, auch die kommen noch dazu. Und das ist einem nur ein Feld dieses großen Rasters, was zeitgleich in 60 Sekunden passiert. 156 Millionen E-Mails werden alle 60 Sekunden verschickt. Natürlich ist das weltweit,
Aber wir können das Netz ja auch nicht lokal begrenzen. Das ist ein weltweites Netz. Und das ist das, was wir in unserem Alltag eigentlich immer wieder vergessen, welche Dimensionen dieses ganze, sagen wir mal, Internet da eigentlich schon hat. Wenn Sie auf der linken Seite sehen, da ist YouTube. 400 Stunden Videomaterial werden alle 60 Sekunden hochgeladen. Wenn wir uns das Netzwerkdurchsetzungsgesetz unserer Bundesregierung angucken, dann sollen ja die Inhalte im Netz, bevor sie hochgeladen werden, gesichtet werden auf Extremismus, auf Fremdenfeindlichkeit, auf gewaltverherrlichend, auf andere Sachen. Wie viele Leute sollen wir vor den Rechner setzen, um in 60 Sekunden 400 Stunden Videomaterial dahingehend zu bewerten, ob es korrekt ist? Und selbst wenn ich 60 Sekunden später, kommen ja schon wieder 400 Stunden da drauf. Und zeitgleich werden aber auch 700.000 Stunden runtergeladen. Das ist ja noch der andere Bereich. Und diese ganze Raster, was Sie hier sehen, ist ja eigentlich nur das Social Media Netz. Daneben kommen wir jetzt an und wollen Business machen. Daneben wollen wir Automotive IT machen. Daneben wollen wir E-Health machen. Und alles andere findet ja noch rechts und links statt. Und dann hat das Ganze mit mal eine ganz andere Dimension. Also das ist ganz wichtig, zumindest für uns, das noch immer noch mal wieder deutlich zu machen. Was ist da eigentlich schon draußen los? Was passiert da, wenn wir uns diese Masse einmal angucken? Wenn wir auf die nächste Folie gehen, wird das noch mal, glaube ich, verstärkt. Hier haben wir die digitale Revolution, wenn wir sie mal so nennen wollen. Das Internet der Dinge, die Fitness-Tracker, die heute eigentlich dazugehören. Das Handy, ja, man kann damit auch telefonieren, aber ganz ehrlich, wer telefoniert denn darüber? Wir machen alles andere damit. Wir machen Termine, wir machen Surfen im Netz, wir kaufen ein, wir machen Banking. Das ist ein hochwertiger Leistungsrechner, den wir da in der Jackentasche haben, den wir alle 2 Jahre vielleicht neu kriegen. Und wenn Sie sich mal die Zahlen der verlorenen Smartphones in Taxis in London angucken, dann wie gehen wir damit um? Da sind eigentlich alle Daten drauf. Das Internet der Dinge ist ein Riesenfaktor. Ob das Smart Home ist, der Fernseher, der an der Wand hängt, weil die stehen ja neudeutsch nicht mehr, der aber über Streamingdienste, über das Internet ständig verbunden ist, im Hintergrund mir ständig Informationen zieht, der weiß, auf welchem Sender ich bin, mir unten rechts über den Red-Button immer wieder einblendet, was gerade Zusatzinformationen für laufende Sendungen läuft. Das heißt, hier ist mein ganzes Verhalten mit drin. Bis hin, dass ich natürlich auch Alexa-kompatible Fernseher habe, dass ich die in meine Systeme einbinden kann, wenn Sie sich an diesen Fall der nordrhein-westfälischen Landwirtschaftsministerin vor Augen führen, die angegeben hat, sie wurde gehackt, weil auf ihrem Fernseher etwas gesendet wurde, was da gar nicht hingehört. Dann war das am Ende nichts anderes wie eine Fehlbedienung, weil jemand anders, der auf dem gleichen Haus wohnt, im Zweifamilienhaus, auf seinem Fernseher etwas gucken wollte und einfach das falsche Gerät angesteuert hat. Und da sieht man schon, dass da ganz andere Infrastrukturen hinter sind. Die vernetzten autonomen Fahrzeuge ist auch für uns ein Thema. Wir haben uns vor gut 1,5 Jahren mit dem Gedanken befasst, wir möchten gerne, so wie die Amerikaner das auch cool haben, im Streifenwagen PC. Und die Kollegen können während der Arbeit, während der Fahrt im Auto schon die Daten abgleichen, vielleicht auch Bericht schreiben oder andere Sachen machen. Also war die Idee, wir möchten gerne einen polizeilichen PC in das Auto bauen. Die Idee war gut, wir haben die Idee aufgenommen, wir haben aber einen Schritt vorher gemacht, wir haben uns erstmal unsere Autos angeguckt. Und aktuell haben wir noch 3er BMW, die werden gerade abgelöst durch Ford S-Max und Mercedes Vito. Das hat aber nichts mit der Technik zu tun, sondern einfach mit dem Platzangebot, die die Geräte haben. Normaler 3er BMW, den Sie ab Werk standardmäßig bei Ihrem Händler Ihres Vertrauens kaufen, verfügt bei 360 Grad Sensorik über 7 Kameras. Schildererkennung, Rückfahrkamera, was nicht alles. Das Gerät für Auto hat 256 Prozessoren. Das ist also ein rollendes Netzwerk. Aber damit diese ganzen Daten auch synchronisiert werden, hat BMW dem Dreier drei Handykarten verbaut, die nicht im Handschuhfach für ihre Kinder sind, damit sie deren Handys ausrüsten können, sondern die ständig auf drei Datenleitungen die Daten zu BMW schickt. Jetzt ist BMW ein Automobilbauer, die sind kein Handybetreiber. Das heißt, die haben sich wieder einen Kooperationspartner gesucht, in dem Fall die Vodafone. Vodafone ist wieder ein Global Player, da laufen die Daten wieder in alle Richtungen. Und weil es sehr günstiger ist, registriert Vodafone die Automotive-Karten für die BMWs bei ihrer niederländischen Tochter. Das heißt, wenn Sie jetzt einen BMW fahren mit so einer entsprechenden Ausstattung, dann senden, haben Sie eine holländische Firma, die die Daten für Sie entsprechend abwickelt und Sie haben gar keinen Einfluss darauf, was da passiert.
Und in diesem Kontext haben wir uns überlegt, dass wir sowas grundsätzlich trennen. Das heißt, die Polizei NRW hat sich entschieden, wir haben jetzt in der ersten Ausstattungsrate 20.000 Smartphones gekauft und die Kollegen machen das jetzt über Mobile Devices, um keine physische Trennung der Netze zu haben, weil wir uns das einfach nicht zutrauen, die eine Technik in die andere zu bauen, ohne dass man da Schnittstellen hat. Und wir als Polizei können uns einfach nicht erlauben, hier Schnittstellen zu programmieren, weil wir sensible Daten haben, weil wir Hochsicherheitsbereich sind, können wir einfach nicht diese Sachen ja so blauäugig hinnehmen und sagen, ja, wird schon funktionieren. Und wir haben natürlich auch keinen kleinen Apparat. Wir haben 52.000 Mitarbeiter da draußen. Wir haben 10.000 Fahrzeuge. Wir tauschen ungefähr 2.000 Fahrzeuge jedes Jahr aus. Das heißt, wir müssten jedes Jahr bei 2.000 Autos Technik einbauen und Technik wieder ausbauen. Das würde eine Heerschar von Autowerkstätten beschäftigen. Und all diese ganzen Überlegungen haben uns dazu geführt, dass wir die Finger von autonomen Fahrzeugen lassen. Wir haben die. Das ist angenehm. Also ich verfüge über einen Skoda Octavia Scout, der teilautonom fährt, der bei 150 auf Autobahnen einfach sagt, nimm die Hände vom Lenkrad, ich mach das schon. Was erstmal so eine Kopfsache ist, wenn da eine Kurve auf der Autobahn kommt, aber nach einer gewissen Übung traue ich dem das zu und der macht das auch recht sauber und fährt auch selber die Kurven, sodass natürlich entspanntes Fahren ist, gerade bei Langstrecken, aber eben alles immer auf Daten beruht und auf Technik beruht, die dann auch wieder anfällig sein kann. Gerade wo wir viele Industriestandorte haben, haben wir natürlich das Problem, dass Industrieanlagen deutlich längere Standzeiten haben als IT. Wenn ich mir die Firma Biele angucke, ein Unternehmen, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, auch von anderen Bereichen, die haben vor 10 Jahren eine 20-Tonnen-Presse gekauft für Waschmaschinengehäuse. Vor 10 Jahren war Windows XP eigentlich noch das Wahl der Mittel. Und die 20-Tonnen-Presse läuft heute noch auf Windows XP, weil sie ja eine 20-Jahres-Laufzeit hat, um sich zu amortisieren. Die schmeißen die ja nicht weg. Der Hersteller ist aber nicht in der Lage, das Gerät auf Windows 10 hochzupumpen, weil er sagt, ja, es läuft doch mit XP. Man darf es halt nur nicht in dem anderen System verbinden. Es sollte keine Zugriffsrechte haben auf vielleicht Buchhaltung oder andere Sachen, weil ich mir natürlich dadurch Alttechnik in mein Netzwerk reinbringe. Also hier ist ein ganz wichtiger Part, dass man das trennt, dass man da physische Sachen einzieht, dass man sich dessen bewusst ist, dass man immer noch irgendwo Altlasten in seinem System hat, die man halt auch vielleicht nicht wegkriegt. Wenn ich mal an ThyssenKrupp denke, einen Hochofen, der seit 60 Jahren läuft, damals war das noch gar nicht da, aber die Sensorik ist heute da, womit ich Anlagen steuern kann. Auch das natürlich alles im Kontext, wir ändern die Wirtschaft, Wirtschaft 4.0 oder auch es gibt ja schon Leute, die sagen, wir reden über Wirtschaft 5.0, wir sind da schon 5 Schritte weiter. Was heißt das eigentlich? Wo sind die Prozesse? Und das haben wir auch gerade in der Corona-Zeit natürlich deutlich gemerkt, dass ein Konzern wie die Otto Group in Hamburg von heute auf morgen 5.000 Mitarbeiter in Homeoffice schicken konnte, war natürlich nur dank Technik überhaupt möglich und sie waren weiter arbeitsfähig. Aber das ist natürlich so ein Thema, wie kriegen wir das hin? Sind wir darauf vorbereitet? Das ist auch gar nicht so einfach. Und wie kriege ich die Leute wieder zurück? Was im Moment ja viel diskutiert wird, Return to Office, wenn die Leute wieder zurückkommen. Da gab es vielleicht eine Schatten-IT. Ich habe vielleicht einen Rechner mir besorgt, mit dem ich durchaus arbeiten kann, der aber vielleicht nicht ganz firmenkonform ist und nicht sauber konfiguriert. Jetzt will ich aber zurück ins Office oder ich muss zurück ins Office. Kriege ich diese Schatten-IT wieder raus? Ist das überhaupt dokumentiert? Also das ist ein hochkomplexer Bereich. Auch der Part der E-Government. Ja, unsere Regierung ist ja durchaus gewillt, bestimmte Sachen umzusetzen. Aber wie funktioniert das? Wie sind die Entscheidungsprozesse? Unser Verkehrsminister hatte die Idee, wir werden irgendwann die digitale Zulassung haben und ich brauche gar nicht mehr ein Straßenverkehrsamt, um mein Auto anzumelden. Für mich stellt sich aber die Frage, Kennzeichen kann ich mir bei jedem Blechpräge-Firma irgendwo machen lassen? Wie kriege ich meine TÜV-Plaketten, meine Straßenverkehrszulassungsplaketten? Kommen die demnächst aus dem 3D-Drucker und wie sicher sind diese Verfahren? Also da ist noch viel Luft nach oben, weil da natürlich auch die Schwierigkeit in diesem gleichschenkligen Dreieck ist, was wir eigentlich, glaube ich, alle kennen. Die Usability, die Security und daran, wenn ich die Usability hoch oder die Security hochsetze, geht die Usability runter, weil ich 3-mal ein Passwort eingeben muss. Dann kommt der Nutzer und sagt, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe, ich will das über einen Klick haben. Und das sind natürlich genau diese Prozesse. Wie viel Security verträgt eine
Funktionalität, um sie trotzdem dem Nutzer auch brauchbar zu machen, aber auch die Security dahinter zu haben. Und diese Gratwanderung ist also gar nicht so einfach. Auch das Thema cloudbasierte Softwarelösungen, ich habe in der Agenda gesehen, werden Sie auch heute auch noch ein bisschen was zu hören, ist für uns ein Riesenthema. Wir als Polizei haben uns auch mit dem Thema Cloud befasst und haben überlegt, können wir polizeiliche Daten irgendwie in eine Cloud packen? Und haben am Ende festgestellt, nein, können wir nicht, weil es gibt keinen reinen deutschen Cloud-Anbieter. Die sind immer irgendwo über Verträge mit anderen verbunden und die Daten fließen doch mal hin und her, sodass wir uns entschlossen haben, vor gut 2 Jahren, wir bauen eigene Cloud-Infrastruktur auf für die Polizei, für forensische Daten, für andere Daten. Und in Zeiten von Kindesmissbrauchsverfahren in Köln mit 400 Terabyte brauchen wir solche Hochleistungssysteme. Das heißt, wir haben vor 2 Jahren angefangen mit 10 Petabyte, also 10.000 Terabyte. Mit 10 Gig-Leitungen arbeiten wir hier. Also das ist ein hochteures System, hochschnell, hocheffizient. Aber wir haben gerade Anfang des Jahres ist die Entscheidung getroffen worden, dass wir das um 90 Petabyte aufstocken. Das heißt, wir sind jetzt bei einer Speicherkapazität von 100 Petabyte, hoffen damit aber vielleicht auch mal 2 Jahre Ruhe zu haben, bevor wir den nächsten Invest treiben müssen. Und das ist natürlich ein Riesensystem, was man managen muss, wo man Administratoren braucht, wo man Technik braucht. Die Hardwarekosten mit 20 Millionen gerechnet ist eigentlich okay. Aber die Consultants, die diese Schnittstellen programmieren, das ist eigentlich der viel teurere Part. Und da liegen wir jetzt schon nach 3 Jahren Programmierung und immer noch nicht alle Schnittstellen fertig, schon deutlich drüber den Hardwarekosten. Also das ist ein Invest in die Zukunft, den man aber machen muss. Ja, und man muss hier auch darüber im Klaren sein, gerade wenn ich sowas wie cloudbasierte Softwarelösung einbinde, dass ich natürlich die nächsten Jahre keine Alternativen mehr habe, weil raus aus der Cloud, gibt es da eigentlich eine Alternative zu? Komme ich überhaupt aus meiner Cloud raus? Und deswegen empfehlen wir eigentlich, bevor Sie in die Cloud einsteigen, müssen Sie schon eine Ausstiegsstrategie haben. Aber erstmal geht ja alles in die Cloud und über die Zeit danach machen wir uns eigentlich gar keine Gedanken. Wenn ich mit meinem Cloud-Anbieter Stress habe, wie komme ich denn da raus und wie kriege ich meine Daten da raus? Das ist also ein Riesenthema. Und das bietet natürlich für unsere Täter natürlich einen Riesenpart, wo man andocken kann, weil man immer neue Schnittstellen hat, immer komplexere IT-Systeme hat und bis zum Ende vielleicht gar nicht versteht, was man da selber in der Infrastruktur hat. Wenn wir mal auf die nächste Folie gehen, dann sind da noch so ein paar Sachen, wo wir das noch mal recht deutlich machen können. Wenn wir einfach mal so uns ganz normale Haushaltsgeräte oder auch Gegenstände des Lebens angucken, wo mittlerweile IT drin ist, dann haben wir da eine Barbie-Puppe. Ja klar, die kann sprechen, aber auch nur, weil da eine Sprachsteuerung drin oder mehr oder weniger ein Alexa-System, alternatives System drin ist. Die Puppe vorher war nicht intelligent, die ist heute nicht intelligent. Aber wenn ich meinem Kind oder meinen Enkelkindern eine Barbie-Puppe oder auch einen anderen Anbieter mit Sprachausgabe schenke, dann muss ich die natürlich über WLAN einbinden und dann kann die Puppe immer noch nicht sprechen, aber ich habe quasi den Lauschangriff dem Kinderzimmer schon wieder freigegeben. Das ist natürlich die Technik dahinter. Die Kinder finden das toll, dass sie sich mit der Puppe unterhalten kann, dass sie auch vielleicht halbwegs adäquate Sätze anbietet. Aber die Komplexität der Technik dahinter, das ist schon eine Schwierigkeit. Jetzt kann ich sagen, ja, mein Hund zu Hause frisst analog, aber digital kann ich ihm, weil ich auf einer Veranstaltung abends bin, vielleicht sein Futter über Knopfdruck geben und dann hat er seine Zeiten eingehalten. Ist alles ganz toll. Aber spätestens bei sowas Banale wie der Glühbirne, die ich über WLAN einbinde und über Alexa vielleicht steuern kann, muss ich mir vielleicht schon wieder ein paar Gedanken machen. Wir haben uns dieses Themas mal angenommen und wir haben mal über so eine Glühbirne auseinandergenommen und haben festgestellt, ja, eine Glühbirne, damit ich sie einbinden kann in meine Technik, verfügt über einen Prozessor, verfügt über einen WLAN-Zugang, verfügt über einen Speicher, natürlich auch ein paar LEDs. Was machen Sie aber mit einer kaputten LED-Glühbirne? Wie gehen Sie damit um? Und das ist, glaube ich, so Parts, wo wir gar nicht so den Schritt bis zu Ende durchdenken. Das ist ein Riesenthema, weil wenn die Glühbirne kaputt ist, wir Deutschen sind so geprägt, Recycling ist ja das richtige Thema, ist auch wichtig, dann bringen wir diese kaputte Glühbirne in den Einzelhandel, da stehen so Recyclingbehälter, da schmeißen wir sie rein. Und so wird es ja, so dass dann alles funktioniert, dem Wirtschaftskreislauf wieder zugeführt. Aber was haben Sie jetzt mit dieser WLAN-Glühbirne in den Recyclingbehälter geschmissen? Da sind Ihre WLAN-Zugangsdaten drin. Und wenn jemand diese Birne da rausnimmt und die Daten sind ja immer noch da drin, ausliest, dann haben Sie
hätten sie auch ihren Haustürschlüssel da reinschmeißen können und die kompletten Zugangsdaten da dran hängen. Also in der realen Welt kommt keiner auf die Idee, seinen Haustürschlüssel mit einem Anhänger Hans Meier, Stresemannstraße 76 da reinzuschmeißen. Bei einer Glühbirne machen wir das aber, weil wir alle Zugangsdaten da drin lassen. Jetzt ist die Frage, Alternative, keine Glühbirnen kaufen, die ich steuern kann. Ja, ich kann mit einem dicken Magneten hingehen, kann die Daten löschen, aber das ist schon wieder, macht man das überhaupt? Habe ich so einen dicken Magneten? Also, oder geht man einfach diesen Schritt in der Planung früher an und sagt, ja, ich finde Smart Home Komponenten eigentlich sehr hilfreich. Die sind in vielen Bereichen Assist-Systeme und nichts anderes sind es ja, durchaus sinnvoll. Eine meiner Mitarbeiterinnen hat Multiple Sklerose, sitzt im Rollstuhl. Für die ist es unheimlich wichtig, dass sie solche Assistenzsysteme hat und ihr das Leben erleichtern. Also ja, positiv. So, was mache ich jetzt? Wenn ich die Entscheidung überlege, ich möchte sowas in meinem Netz haben, dann gehe ich hin und baue mir ein WLAN-Netz, wo ich Online-Banking, wo ich Steuern, wo ich sensible Daten mache. Und in diesem Netz trenne ich von einem zweiten WLAN-Netz. Und jeder Router ist heute in der Lage, das hinzukriegen, mit einem Gastnetz zu arbeiten. Und in dem Gastnetz, da habe ich mein Smart TV drin, da habe ich meine Glühbirnen drin, da habe ich vielleicht auch den Fressnapf meines Hundes drin. Und wenn ich jetzt die Glühbirne rausschmeiße und in den Recyclingbehälter packe, dann habe ich vielleicht nur den Schlüssel zum Partykeller weggeschmissen. Das tut vielleicht nicht ganz so weh, weil da nur die Spielzeuge drin sind. Und diese Trennung, das ist eigentlich der Part, wo man anfangen muss. Man muss sich bei ganz viel IT schon früh ein paar Gedanken machen. Und wenn man das hinkriegt, dann funktioniert das eigentlich auch. Also von deswegen sehr komplexes Thema, aber das ist so ein schleichender Prozess, der da stattfindet und immer mehr Geräte des Alltagslebens verfügen mittlerweile über eine App, verfügen über Funktionalitäten, geben Daten preis, sammeln Daten und am Ende wird das ein riesen Konvolut an Technik, den wir eigentlich nur noch nutzen, aber schon vielfach gar nicht mehr verstehen. Jetzt habe ich gehört, hier sind natürlich Technik-Experten dabei, die sehen, brauche ich da gar nicht viel zu erzählen, aber die große Masse sind natürlich die Nutzer, die gar kein technisches Verständnis haben, sondern einfach nur Plug and Play. Ich will, dass es funktioniert. Mein Nachbar ist auch so ein Mensch, der kam letztens auch ganz stolz an und sagte, ich habe jetzt auch eine WLAN-Kamera, ich kann in meinem Garten sehen, was da passiert. Da habe ich ihm gesagt, ja, ich sehe das auch, was da passiert, weil du die halt schlecht konfiguriert hast. Wir müssen uns mal zusammen unterhalten, wie das so besser funktioniert. Und das sind genau diese Nutzer, vor denen wir dann entsprechend sensibilisieren wollen, weil die diese Sensibilisierung im privaten Bereich nicht verstehen und im Firmenumfeld auch gar nicht sensibel sind. Warum muss ich in der Firma damit aufpassen? Zu Hause geht das doch auch. Und genau das ist eigentlich der Ansatz, den wir hier fahren wollen. Wenn wir einmal einen Punkt weitergehen, dann ist das natürlich auch immer noch die Frage, was heißt das jetzt? Was passiert da in diesem Umfeld? Und ich hatte Ihnen gesagt, wir haben 717.000 Unternehmen, kleinen mittelständische Unternehmen. Die großen lassen wir jetzt mal aus, die DAX und die anderen, die Großkonzerne. 717.000 Unternehmen haben wir da hier in NRW. Das ist eine Menge. Es gibt eine Studie vom Verfassungsschutz und vom Bitkom, die jedes Jahr die Unternehmen befragt, wie sind sie eigentlich aufgestellt? Was passiert da? Werden sie Opfer von Cybercrime? Und das ist eigentlich ein wichtiger Part, weil wenn wir jetzt hingehen und sagen, ja, wir haben auch eine Kriminalstatistik, wir können jetzt unserer Kriminalstatistik mit einer sechsstelligen Zahlencode sagen, Taschendiebstahl. Okay, gibt es einen Zahlencode für, jetzt gibt es einen Zahlencode für Fahrraddiebstahl. Gibt es auch einen Zahlencode für Phishing, Online-Banking? Nein, gibt es keinen, weil das ist Computerbetrug. Und selbst wenn Sie zum Automaten gehen und man Ihre EC-Karte geklaut hat und damit zum Automat geht, ist das am Ende Computerbetrug. Das heißt hier, Computerbetrug ist ein Riesensammelsurium. Diese Zahlencodes werden alle 2 Jahre oder jedes Jahr neu gemacht und man muss immer 2 Jahre im Vorlauf sagen, jetzt kommt ein neues Delikt und jetzt brauche ich einen neuen Zahlencode. Das geht, ist nicht so ganz einfach. Und deswegen ist unsere Kriminalstatistik hier eigentlich gar nicht geeignet, Ihnen valide Zahlen zu nennen. Erstens, die Leute gehen nicht zur Polizei, passiert ja eh nichts, kriegen wir die Täter nicht und ich will auch gar nicht, dass das bekannt wird. Also arbeiten wir nicht mit diesen Zahlen. Das, was ich Ihnen jetzt zeige, sind eigentlich die Zahlen aus der Studie Verfassungsschutz und Wirtschaftsschutz. Wenn Sie einmal weitergehen, dann stellen Sie fest, 53% der Unternehmen haben in der letzten Studie gesagt, wir waren Opfer von Cybercrime. Das sind 455.000 Unternehmen in NRW, die im letzten Jahr gehackt worden sind. Und das ist es ja letztendlich, ob das Wirtschaftsspionage, Sabotage, Datendiebstahl ist. Das ist am Ende völlig egal.
die tauchen bei uns in der Statistik nicht auf. Wir haben nur 80.000 Delikte. Und das sind aber auch schon die Fälle von eBay-Betrug oder Warenbestellungen bei Amazon oder anderen Sachen. Also unsere Kriminalstatistik ist hier überhaupt nicht zielführend. Aber am Ende ist eigentlich ein zweiter Part, eigentlich noch viel wichtiger für meinen Job. Die Unternehmen werden befragt, haben sie denn sowas wie ein Notfallmanagement? Und wenn Sie mal einmal weiterklicken, dann stellt man erstaunt fest, 51% der befragten Unternehmen haben gesagt, nee, wir haben keinen Notfallplan. Und das ist ein ganz wichtiger Basisbaustein, den man haben muss. Man muss sich darauf vorbereiten, dass die IT mal ausfällt. Vielleicht auch nur ein Systemausfall. Wie gehe ich damit um? Wen muss ich benachrichtigen? Was ist mein Entscheider? Wenn der Entscheider nicht da ist, weil er vielleicht bei einem Meeting ist oder im Golfplatz ist oder was auch immer. Wer hat bei Ihnen im Unternehmen die Kompetenz zu sagen, wir fahren runter? Wer darf das? Ist das geregelt? Was fahren wir runter? Haben Sie sowas wie einen Notfallplan? Abschaltung. Aber auch im zweiten Schritt haben Sie so etwas wie einen Notfallplan Hochfahren des Systems. Was sind unsere Prozesse, um das System wieder in Betrieb zu nehmen? Haben Sie das überhaupt? Ein Backup, okay, glaube ich, haben die meisten von Ihnen. Aber ist das überhaupt der Fall? Wie gehen wir damit um? Meldepflichten gegenüber der Bundesnetzagentur, Kundeninformationen nach Datenschutzgrundverordnung. Müssen Sie Kunden darüber informieren, dass vielleicht Kundendaten abgeflossen sind? Wie gehen wir damit um, wenn dann die Presse vor der Tür steht? Sind wir darauf vorbereitet, einen Imageverlust damit umzugehen? Und sowas kann man planen, sowas muss man planen. Und 51% der Unternehmen in NRW haben noch nicht mal sowas wie einen Notfallplan. Und das ist eines der wichtigsten, elementarsten Bausteine, dass man quasi einen Plan hat. Ja, die IT kann auch mal ausfallen. Wie gehen wir damit um? Ich kann die Leute anrufen. Ja, aber wir haben doch heute nur noch Voice-over-IP-Telefonanlagen. Wir haben doch gar keine drahtgebundene Telefonie. Das heißt, wenn ich keine IT mehr habe, habe ich vielleicht auch kein Voice-over-IP mehr, wenn die Systeme über die gleichen Leitungen oder das gleiche Netz laufen. Auch das gehört zu einem Notfallplan dazu, dass man sich hier Gedanken macht. Und am Ende ist es natürlich auch mal die Frage, was kostet uns der Spaß? Wenn Sie da jetzt einmal weiterklicken, dann stellt man fest, allein der deutschen Wirtschaft entsteht ein Schaden von 55 Milliarden im Jahr. Es gibt auch Bitkom-Studien, die sagen 100 Milliarden. Also das ist am Ende gar nicht wichtig, die Summe. Aber auch NRW verliert jedes Jahr durch Cybercrime 12 Milliarden. Und wenn Sie sich diese Zahlen angucken, dann glaube ich, kriegt man so langsam ein Gefühl dafür, warum NRW hier viel Manpower in die Hand nimmt, um diesen Bereich sauber und sich besser aufgestellt zu sein. Warum NRW hier viel Geld in die Hand nimmt, um nachzurüsten, was in diesem Bereich ist, weil am Ende die Steuereinnahmen kommen aus der Wirtschaft, aus dem Umsatz. Und wenn das ganze Gefüge nicht mehr funktioniert, dann sind wir hier natürlich auch deutlich zurück. Ich habe Ihnen in der nächsten Folie dann mal entsprechend noch ein paar Fälle mitgebracht, die hier ganz hilfreich sind, um mal zu verstehen, was passiert da gerade. Ich glaube, das müssen wir gar nicht drüber unterhalten. Mittelständisches Unternehmen hat Verschlüsselungstrojaner eingefangen. Hier ist natürlich wichtig, ein funktionsfähiges Backup zu haben. Und aus der Erfahrung, wenn unsere Kollegen bei solchen Unternehmen sind, wenn der Schadensfall passiert, ja, es gibt wirklich heute noch Unternehmen, die haben kein Backup oder haben das nicht geprüft, ob der Backup-Prozess auch funktioniert. Wir waren vor einigen Wochen bei einem Unternehmen, die waren relativ tiefenentspannt. Die haben gesagt, ja, hier hinten haben wir ein Band, einen Schrank, da sind ganz viele Bänder drin, 130 Tage haben wir noch. Wir können ja eins rausnehmen und spielen das zurück. Und dann stellte man fest, der Backup-Prozess war kaputt. Die haben jeden Tag schön fleißig ein Band reingeschoben, haben das auf dem Band gesichert, auf dem Storage, haben das Datum drauf geschrieben, haben es in den Schrank gestellt und nächsten Tag das nächste genommen. Aber es hat nie einer überprüft. Und der Backup-Prozess war schon seit einigen Tagen und Wochen kaputt. Und die haben immer schön leere Bänder gesichert. Nach einer gewissen Zeit kommt das raus, ja, alles klar. Aber das Backup war zerschossen. Und dann müssen Sie das noch nicht mal verschlüsseln. Und aktuell stellen wir fest, dass einige Tätergruppen sich anders aufgestellt haben. Die infizieren erst ihr System mit Schadsoftware. Und diese Schadsoftware macht erstmal nichts anderes, wie zu gucken, ob vielleicht ein Backup am System hängt. Das kann nass sein. Das kann aber auch was anderes sein oder direkt auf ein Live-System. Das machen auch einige Firmen leichtsinnigerweise. Und wenn das Backups findet, dann geht die erste Schadsoftware hin und löscht erstmal alle Backups, auch auf den NAS und anderen Systemen, die sie finden. Und wenn das sichergestellt ist, dass keine Backups mehr vorhanden sind, dann wird die Software, der Rest der Daten verschlüsselt.
Das muss noch nicht mal hochkomplex sein mit irgendeinem Schadcode, sondern die gehen einfach hin und packen alle Daten in einen Datenbankcontainer und setzen ein Passwort drauf. Und schon sind sie raus. Sie sind aus ihrem eigenen System ausgesperrt. Das ist natürlich ein ganz spaßiger Moment für das Unternehmen. In dem Moment, wo das aufpoppt, haben sie natürlich Stressfaktor hoch 5. Und wenn sie keinen Notfallplan haben und sowas sich mal Gedanken darüber gemacht haben, dann kommen sie nicht auf die einfachsten Schritte. Wen muss ich anrufen? Wer darf was entscheiden? Wie sind die Prozesse dahinter? Weil da haben sie einen ganz anderen Stresslevel. Aktuell haben wir auch wieder so ein Verfahren bekommen, wo ein Unternehmen vor 3 Monaten Ransomware sich eingefangen hat, die Verschlüsselung konnte angehalten werden. Jetzt läuft gerade eine zweite Geschichte. Eine andere Tätergruppe hat augenscheinlich von den ersten Tätern sich Daten besorgt, weil die Verschlüsselung war eins, aber die haben vor der Verschlüsselung auch einen gewissen Datenbestand kopiert, sensible Daten aus dem Unternehmen und haben dann erst verschlüsselt. Und haben dann erst versucht, für die Entschlüsselung Geld zu kriegen. Die zweite Tätergruppe, jetzt nach 3 Monaten, ist an das gleiche Unternehmen herangegangen und hat gesagt, ja, bei dem ersten Angriff haben die anderen die Daten verschlüsselt. Wir haben aber die Daten gekauft. Und wenn ihr nicht möchtet, dass diese Daten veröffentlicht werden, dann müssen wir uns jetzt mal unterhalten und über Zahlungsmodalitäten klären. Also die geben diese Daten weiter und andere Täter sind dann wieder entsprechend auf dem Weg und versuchen jetzt gerade, das Unternehmen dahingehend zu erpressen, dass diese Datenveröffentlichung dann nicht passiert. Also sehr arbeitsteilige Vorgehensweise. Aber alles rund um diesen Kontext, Backup, Netzwerksegmentierung, also da gehören natürlich die ganz normalen Sachen irgendwo damit rein. Wenn wir jetzt auf den nächsten Fall gucken, dann ist das im Prinzip auch ein ganz normales Beispiel. CEO-Fraud, da wo Zahlungen gerade im Wirtschaftsbereich geht ja vieles nur noch so über Zuruf, E-Mail, ich schicke mal hier und Rechnung und kommt nur noch als PDF und die Buchhaltung zahlt das so aus. Das sind natürlich sehr schnelle Zahlungswege, wo auch keine kleinen Beträge heutzutage in der Wirtschaft unterwegs sind. Und hier ist es auch ganz normale Geschichte, ja, Niederlassung in Deutschland bekommt vom großen amerikanischen Mutterkonzern die Anweisung, schick mal eben Geld nach China zu dem anderen Niederlassung. Das ist so üblich, wir sind der Global Player, da machen wir das von einem Unternehmen zum anderen auf Zuruf und am Ende stellt man fest, ja, 214.000 Euro weg. Gerade hier, wenn Zahlungswege natürlich sind, muss man vielleicht doch mal überlegen, entweder habe ich eine Marge, wo ich sage, okay, 214.000 Euro, ja, wenn die mal wegkommen, einmal im Monat, tut uns das nicht weh. Glaube ich, wird es kein Unternehmen geben, die das so verschmerzen können. Oder ich muss hingehen und sagen, wenn sich da was ändert auf Zuruf, eine neue Bankverbindung oder Geld in eine andere Richtung transferieren, machen wir nicht. Wir verifizieren das über einen zweiten Kanal. Ich rufe den mal an in Amerika. Ist das so richtig? Wollt ihr das überweisen? Und das sind genau diese Prozesse, die man in so ein Notfallkonzept mit reinhaben muss, die man irgendwo damit einbinden muss. Also wir sind angerufen worden von einem Unternehmen, Mittelstand aus Maschinenbauunternehmen aus dem Sauerland. Die hatten einen Auftrag von einem polnischen Firma, eine Produktionsmaschine, was auch immer, zu bauen, wert 150.000 Euro. Üblicherweise, bevor man anfängt, die Produktion zu starten, werden 20% Anzahlung fällig. Das heißt, 30.000 Euro sollten überwiesen werden. Und dann kam aus Polen die Anfrage des polnischen Unternehmens. Ist das richtig so? Habt ihr eine neue Bankverbindung? Sollen wir die 30.000 Euro auf das neue Konto überweisen? Und da sind die hinten rübergeschlagen, haben gesagt, woher? Wieso glaubt ihr, dass wir eine neue Bankverbindung haben? Und dann haben die eine E-Mail geschickt und haben gesagt, hier in der E-Mail steht doch drin, das ist eure Absenderkennung. Das sind genau die Modalitäten, die Referenznummer des Vertrages und alles steht da drin. Nur eben die Bankverbindung ist anders. Ist das richtig so? Das war natürlich nicht richtig so. Das Unternehmen hier aus dem Sauerland hat an uns angerufen und hat gesagt, Sie müssen mal kommen, wir sind gehackt worden, unsere ganze Infrastruktur, die haben ja alle Daten von uns. Am Ende haben wir festgestellt, dieses Unternehmen ist nicht gehackt worden. Was haben die gemacht? Die haben über E-Mail kommuniziert. So, wenn ich jetzt, meine Zeit hier bei der Polizei ist irgendwann beendet, das ist relativ absehbar, das ist im öffentlichen Dienst ein bisschen einfacher, sprich die Pension steht vor der Tür. Wenn ich mir jetzt Gedanken machen müsste, bevor ich jetzt in die Armut verfalle, möchte ich ja noch ein bisschen Geld verdienen. Mit den Erfahrungen, die ich jetzt hier gemacht habe, würde ich einfach hingehen und sagen, ich investiere von meiner Pension einen gewissen Teil und miete mir bei irgendeinem billigen Anbieter einen Server und lasse meinen Server als E-Mail-Server konfigurieren. So, und stelle den einfach ins Netz. Und mein E-Mail-Server ist ein ganz netter, der nimmt alles an und leitet das nur weiter. Ich mache ja nichts anderes wie Zustellung.
Die Mail kommt auch an, die geht nicht verloren. Aber während ich sie weitergeleitet habe, mache ich mir automatisiert eine Kopie davon. Und abends setze ich mich mal hin und gucke mal, was ich denn heute an Daten bekommen habe. Weil bei vielen Leuten ist im Kopf, glaube ich, gar nicht klar, was ist eine E-Mail in der analogen Welt. In einer analogen Welt ist eine E-Mail eine Postkarte, ein Stück Pappe, auf das ich schreibe, meine Informationen schreibe, den Empfänger drauf schreibe und irgendeinem Postboten oder Mitarbeiter eines Postdienstleisters in die Hand drücke. Und jeder Mitarbeiter dieses Postdienstleisters kann lesen, was da an Informationen draufsteht. Bei den Urlaubsgrüßen von Oma Else aus der Karibik ist das vielleicht unkritisch. Aber bei Geschäftszahlen, bei Umsatzzahlen, bei Vertragszahlen ist das vielleicht relevant. Das heißt, wir brauchen eine Sensibilisierung, was rund um das Thema E-Mail angeht, die wir aber vielleicht gar nicht haben, weil wir ja heute alles über E-Mail machen. Und da sind wir auch beim nächsten Fall. Wenn Sie auf den nächsten Part gehen, wird das, glaube ich, nochmal sehr deutlich. Da geht es um die E-Mail. Wir bewerben uns per E-Mail. Wenn Sie einmal weiterklicken, da ist er. Gerade akustisch nicht zugehört wahrscheinlich. Ist auch nicht schlimm. Wenn wir uns mit dem Thema E-Mail befassen. Sehen Sie nichts weiter? Sie müssen es weiter sehen. Nein, ich sehe immer noch die CO vor vorne. Ist aber nicht schlimm, ich kann es auch erzählen, was da steht. Am Ende, ich nutze da ganz gerne die Stadt Dortmund. Herr Farnhorst, wir hören Sie nicht mehr, wenn Sie mich hören. Stadt Dortmund ist eine unserer mittelgrößeren 600.000 Einwohner. Die Stadt Dortmund hat 10.000 Mitarbeiter in der öffentlichen Stadt Dortmund. Das sind an von Gelaber, das ist jetzt nicht 900.000 blockt, weil sie dass die 500.000 immer noch risikoreich. Sie sind halt nur so gut gemacht, dass sie nicht erkannt werden. Und komischerweise beschwert sich kaum jemand bei der Stadt Dortmund, weil sein Antrag nicht bearbeitet wird. Und das sind natürlich genau diese Mechanismen. Wir verlassen uns drauf. Ich schicke eine E-Mail an die Stadt. Da sind alle meine Daten drin. Das wird schon alles irgendwie korrekt sein. Und ich erwarte auch, dass das Bearbeiter das alles macht. Und die Stadt nutzt natürlich, weil wir papierlose Büros haben wollen, alles auch nur noch per E-Mail. Also von deswegen gar nicht so einfach. Hier in diesem Beispiel, wenn es denn kommt oder auch nicht kommt, geht es darum, dass ein Unternehmen, medizinische Einrichtungen, Bewerber. Wir fordern die Leute auf, bewerben sie sich online. Wir nehmen nur noch Online-Bewerbungen entgegen. Und in diesem Fall hat das Unternehmen, eine Mitarbeiterin, natürlich auf den Lebenslauf geklickt, hat nicht gewusst, was ist eine ISO-File, Lebenslauf, ein bisschen ist auch gar nicht so groß, dass ein ISO-File aber ein selbst extrahierendes Image vielleicht ist, was ich mir runterlade. Aber wollen Sie jetzt dieser Mitarbeiterin irgendwie Repressalien irgendwie androhen, dass man sagt, wie gehen wir damit um? Das ist natürlich der andere Part, das gehört zu einem Notfallkonzept. Oder einem Notfallplan gehört auch sowas wie die Fehlerkultur. Wenn die E-Mails so gut gemacht sind, dass selbst die Administratoren, die technischen Nerds den Fehler nicht erkennen, weil sie wirklich gut gemacht sind, welchen Vorwurf kann ich jetzt in diesem Fall der Sekretärin machen? Für uns heißt das, ja, wir suchen händeringend Leute, wir fordern die Leute auf, schicken sie uns ihre Unterlagen. Aber wir haben einen eigenen Rechner, wo nur Bewerbungen aufgemacht werden, der keine Verbindung zum Produktivsystem hat. Und wenn der sich dann abschießt, dann ist es halt nicht so schlimm. Aber wenn da die Daten durchgekommen sind und sauber sind, dann transferieren wir sie auf einem separaten Weg, ziehen wir sie da raus und erst dann übertragen wir sie in unser Produktivsystem. Das sind aber genau diese Sachen, die man sich grundlegend Gedanken machen muss in der Kommunikation. Ja, ich kann S-MIME, ich kann PGP-Zertifizierung und andere Sachen machen, aber das ist wieder die Usability. Das funktioniert nicht, da muss ich einen Schlüssel haben. Komm, schick eine Mail, das ist doch jetzt nicht so wirklich schlimm. Also von deswegen, da muss man wirklich auch an diese ganz einfachen Bordmittel sich Gedanken machen. Und so langsam Richtung Ende was können wir dagegen tun? Die Polizei, gucken Sie mal, ob es klickt, ob es funktioniert, ob sie wieder den nächsten Schritt kommen. Dann haben wir einfach nur ein Bild, nochmal in anderer Variante von unserem Gebäude. Schick. Ein bisschen anders. Unsere Öffentlichkeitsarbeit hat mal gesagt, wir machen mal ein vernetztes Gebäude. Ich bin immer noch der Meinung, das sieht ein bisschen verstrahlt aus. Da müssen wir uns mal was anderes überlegen. Aber das ist genau dieser Part. Weil am Ende werden wir das nicht alleine hinkriegen.
Sie haben vielleicht Dienstleister, die kriegen das auch nicht hin oder nicht alleine hin. Es geht hier, wenn wir uns auf der technischen Welt immer mehr vernetzen, dann müssen wir uns auch auf der physischen Welt, müssen wir uns auch vernetzen, weil am Ende ganz viele Leute an den gleichen Problemen doktoren und jeder eine eigene Lösung findet, aber gar nicht weiß, dass der Nachbar vielleicht schon eine hat und der Nachbar aber nicht weiß, dass ich ein Problem damit habe. Deswegen ist hier Austauschen ganz wichtiger und auch die Prozesse sind anders. Wenn Sie auf die nächste Folie gehen, wir haben einen Single Point of Contact, eine 24/7-Erreichbarkeit für Cybercrime-Sicherheitsvorfälle, weil wir wissen, wenn ein Unternehmen in Essen gehackt worden ist, und das passiert auch da, dann gehen die jetzt in Essen werden auf die nächste Polizeiwache, da ist ein großes blaues Schild, da steht eine weiße Polizei drauf, da kriege ich die Polizei und jetzt geht der Mitarbeiter dahin und sagt hier, Herr Wachtmeister, ich bin gehackt worden. Dann kann es Ihnen passieren, dass die Kollegen, die einen guten Job machen, aber von diesem Thema keine Ahnung haben, sagt, ja, kann ich nichts tun und schickt sie wieder nach Hause. Aber das ist genau der Luxus, den wir nicht wollen. Deswegen haben wir eine Single Point of Contact, eine 24/7-Hotline, die Sie unter diesen Daten erreichen. Jetzt weiß ich, die kommen nicht alle aus NRW. Das Gleiche gibt es auch bei allen Landeskriminalämtern. Wenn Sie beim Bundeskriminalamt mal nach zentraler Ansprechstelle Cybercrime suchen, dann finden Sie dort für jedes Bundesland aufgelistet eine Erreichbarkeit. Die ist sehr unterschiedlich gestaffelt. Das hat auch so ein bisschen mit Invest zu tun, mit Personal zu tun. Ohne den Kollegen in Bremen, in Hamburg oder sonst wo zu nahe treten zu wollen, das sind Stadtstaaten. Die haben vielleicht, in Hamburg hat das LKA 3 Mitarbeiter im LKA für Cybercrime, wo wir 190 haben. Dass die nicht das leisten können, was wir vielleicht leisten können, ist überhaupt keine Frage. Aber deswegen machen die Jungs da oben einen guten Job. Aber die sind halt nicht 24/7 erreichbar, wie es bei uns ist. Natürlich gibt es auch Unternehmen, die sich erst an uns wenden, weil sie unsere Leistungsfähigkeit kennen. Wir würden dann gucken, wie wir das vielleicht auch in den an die Kollegen weitergeben, sodass wir vielleicht auch erstmal den Kontakt aufnehmen und ihnen dann den Kontakt herstellen. Also wie auch immer, wir werden versuchen, für Sie als Geschädigten den optimalen Ansprechpartner zu kriegen. Und am Ende, auf der nächsten Folie, hatte ich ja eben schon kurz angedeutet, in der vernetzten Welt müssen wir uns auch vernetzen auf der analogen Welt. Das heißt, wir investieren hier sehr viel in Kooperationen, in Branchenverbände, in Hochschulen, da wo die jungen, kreativen Leute sitzen, wenn es um Personal geht, um Nachwuchsgewinnung geht, aber auch um Interessenaustausch geht. Wie arbeitet ein Unternehmen? Wie arbeitet eine Polizei? Dieses gegenseitige Verständnis. Es gibt ja immer noch so diese Geschichte, die Polizei kommt mit ganz vielen bunten Reklameautos, sperrt mein Unternehmen, reißt die Server aus der Wand und ich kriege die irgendwie 2 Jahre später wieder und kann gar nicht arbeiten. Das sind natürlich alte Methoden, mit denen wir heute lange nicht mehr arbeiten. Also wir haben mittlerweile so schnelle Datenleitungen und auch mobile Forensiklabore, die wir vor Ort entsprechend einsetzen können. Und wir haben ihnen die Daten schneller aus dem Netz gezogen, als sie merken, dass wir da waren, was nicht ist, dass wir das alles machen. Also wir stimmen jeden Prozess ab. Wichtig ist, durch den Einsatz der Polizei in unserem Deliktsfeld ist eine ganz klare Vorgabe, darf der Schaden in dem Unternehmen auf gar keinen Fall größer werden, als durch den Hacking-Angriff selber schon ist. Wir sind nicht diejenigen, die was kaputt machen, sondern wir stimmen mit ihnen den Prozess ab und stimmen diese Maßnahmen ab. Und wenn das auch heißt, wir können bestimmte Sachen nicht machen, weil es kaputt gehen würde, dann lassen wir es. Dann können wir halt den Täter nicht ermitteln. Aber es darf nicht sein, dass mehr kaputt geht, nur weil die Polizei jetzt da war. Wir begleiten mit Ihnen, wenn Sie Öffentlichkeitsarbeit machen, dann haben wir eine Expertise, weil wir da sehr viel mit arbeiten und würden das begleiten. Wir machen selber gar keine Pressearbeit. Das ist uns untersagt. Das würden wir auch nicht tun. Also es geht hier darum, zu verstehen, digitale Welt vernetzt sich. Wir müssen auch die analoge Welt vernetzen. Und das ist nur ein kleiner Teil von unseren Partnern, da sind längst noch nicht alle drauf, sonst wird es unübersichtlicher. Aber genau solche Runden wie heute, deswegen machen wir auch solche Veranstaltungen gerne und gehen auch in solche Meetings rein, weil das genau diese Austausch-Community ist, wo wir Erfahrungen sammeln, wo Sie merken, halt, da funktioniert was anders, da müssen wir vielleicht unsere Prozesse anpassen. Es nützt nichts, wenn jeder in seinem stillen Kämmerlein sitzt und vor sich hin grübelt, wie er das Problem löst. Und im nächsten Büro sitzt jemand, der die Lösung hat, aber das Problem noch gar nicht gesehen hat. Und wenn die sich nicht anders austauschen, dann funktioniert das nicht. Und wenn wir dann auf die fast schon letzte Folie gehen, dann ist das nochmal so als Fazit. Einem Hacker ist das erstmal egal, wo er sie erwischt, ob er sie als Privatunternehmen, als Behörde oder als Privatmensch, als Unternehmen trifft. Er hackt in erster Linie ein IT-System. Ob das der Fernseher im Schlafzimmer ist
oder der Videokonferenzsystem in einem Unternehmen. Das weiß er in der Regel vielleicht gar nicht. Es ist erstmal nur ein IT-Gerät. Und alles, was wir neu hinzufügen, ist natürlich für unsere Täter schon wieder ein gefundener Angriffspunkt, wo wir uns gar nicht darüber bewusst sind, weil wir IT vielleicht gar nicht so verstehen. Und wir, für uns in NRW, ist das zumindest eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weil wir als Gesamtgesellschaft digitalisieren uns, wir vernetzen uns in allen Lebensbereichen. Und genauso müssen auch wir als Polizei hier aktiv werden, uns genauso aufstellen, auf diese Sachen offen zugehen, brauchen genauso andere Prozesse. Und das funktioniert nur, wenn alle ihre Hausaufgaben machen. Denn am Ende ist einfach schlecht da. Weil am Ende geht es auch darum, vielleicht besser höher zu machen als die Mauer. Der eigentlich am geringsten wieder komme ich an. Mit dem habe ich aber wieder vielleicht irgendwo eine Schnittstelle und dann komme ich hinter Tür, kommt er dann doch wieder mit zu mir rein. Also das funktioniert nur, wenn wir alle unseren Teil machen. Gut, und dann wirklich die letzte Folie. Kommen wir schon zu dem Punkt, was ich im Chat so gesehen habe, bisher keine Fragen aufgetaucht sind. Da können wir natürlich noch ein paar Fragen mit reinbringen. Von der Zeitschiene liegen wir da auch ganz gut. Haben wir so ein bisschen was reingeholt. Ich würde jetzt in die Moderation offen reingehen und entweder Fragen sammeln oder Sie schreiben im Chat. Da will ich mich nicht vorgeben, das überlasse ich der Moderation. Absolut, Herr Fahnenhorst. Vielen, vielen Dank für Ihre Einblicke in die Thematik. Ich denke, es ist auch wirklich interessant, mal für alle zu sehen, wie das polizeilich behandelt wird. Das Thema, das uns ja in der IT auch unglaublich beschäftigt. Ich habe definitiv ein paar Punkte mitgenommen, über die wir auch bei Wintel mit vielen Kunden sprechen. Sensibilisierung der Mitarbeiter, riesiges Thema. Backup-Schutz vor Ransomware haben wir gelernt. Auch das ist wichtig. Wenn Sie daran Interesse haben, kommen Sie gerne mal auf uns zu. Es gibt auch hierfür entsprechende Lösungen, Business Continuity Pläne im Angriffsfall und was wir bei Wintel so als Cyber Resilience bezeichnen, so die Widerstandsfähigkeit gegen Cybercrime und einen ganzheitlichen Ansatz. Ich denke, das ist unglaublich wichtig, wenn man da so ein kleines Resümee ziehen möchte. Wenn aus der Runde jetzt Fragen da sind, gerne stellen. Sie können die Chatfunktion nutzen. Sie können sich auch einfach unmuten und das übers Mikro machen, gerne auch die Kamera anmachen. Ist überhaupt kein Thema, ganz wie Sie das möchten. Wenn Sie direkt Fragen haben, die Sie loswerden möchten, dann tun Sie das gerne. Wir hören ja jetzt dann gleich um 9:30 Uhr einen Slot zum Thema Cloud Security, ein sensibles Thema, das wir auch jetzt schon gehört haben, von Matt Partl, einer der Cloud Security Experten aus dem Hause Microsoft, dort seit vielen Jahren tief im Thema. Haben wir Fragen? Solange keine Fragen da sind, möchte ich spontan vielleicht Patrick Rüttke bitten. Patrick, wenn du im Call noch drin bist, ist er noch da? Ja, womöglich ist er schon rausgegangen. Patrick Rüttke wird vielen von Ihnen Begriff sein. Er ist bei uns im Haus Leiter des Team Datenschutz Informationssicherheit. Und er mit seinem Team führt unter anderem wirklich sehr, sehr gute Sensibilisierungstrainings durch. Das ist seit vielen Jahren ein Steckenpferd von ihm. Teilweise auch in Schulen schon, wo wir ihn freistellen für diese Tätigkeiten. Das ist wirklich ein unglaublich wichtiges Feld, das man, glaube ich, gar nicht unterschätzen kann. Gut, wenn jetzt keiner outet, das ist, glaube ich, eine ganz normale Geschichte oder stellt man sehr viel fest, sich in solchen Veranstaltungen selten die Leute direkt da reinpreschen, ist das auch nicht schlimm. Sie haben über die Präsentation meine Kontaktdaten oder über den Veranstalter die Fragen dann auch nachträglich zu schicken. Dafür sind wir ja dann auch da, im Nachfeld die Fragen zu beantworten. Zum einen habe ich noch einen Folgetermin, weil das ja eh kurzfristig eingesprungen bin von einem Kollegen, der krank geworden ist. Von deswegen dann wollen wir den Zeitplan der Veranstaltung auch ein bisschen einhalten. Also wie gesagt, wir müssen jetzt nicht künstlich darauf warten, dass irgendwie Fragen kommen. Sie können, wenn Sie im Nachhinein noch Fragen haben, direkt an mich oder über den Veranstalter entsprechend weiterleiten. Sie kriegen dann auch da die Antwort. Dann, sonst ist Absolut, das das immer machen so. wir so, Herr Fahnenhorst. Besten Dank, dass Sie dabei waren.